Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Geisel. Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das wusste schon Mark Twain. Und trotzdem möchte ich heute wagen, mit Ihnen gemeinsam einen Blick auf die Zukunft unserer Stadt zu wagen. Und die zentrale Frage hierbei lautet für mich und uns: Was macht unsere Stadt in der Zukunft aus? Was macht sie erfolgreich? Und vor allem, was macht sie lebenswert? Und für mich heißt die Zauberformel eben kreativ und vernetzt und damit erfolgreich. Warum gerade diese beiden Elemente den Treibstoff geben sollen und die Chancen für Berlin eröffnen und auch für die Wirtschaft dieser Stadt, geben Sie mir 15 Minuten, Sie von den Chancen dieser Berlin-Formel zu überzeugen. Ich bin Filmproduzentin und als solches denke ich in Bildern. Also folgen Sie mir kurz bei meinen Gedanken. Der Zuschauer einer Zukunftsvision oder eines Filmes über eine solchen wird normalerweise in die Galaxie gesprengt. Man guckt von 400 Kilometern Höhe auf unseren kleinen blauen Planeten und findet ihn einfach mal nur schön. Man kann daraus die Herausforderungen des irdischen Alltags erscheinen plötzlich ganz relativ und man sieht, wie die Erde sich langsam dreht. Genau einmal um die eigene Achse pro Tag, genau 4.943 Mal und dann sind wir da, wo mein Vortrag hin will, nämlich im Jahr 2030. 2030 werden wir auf der Erde über 8 Milliarden Menschen sein, fast eine Milliarde mehr als heute. Zwei von drei Menschen werden davon in Städten leben, genauso in einer solchen spannenden Stadt wie Berlin oder in noch viel größeren Metropolen. Die Tendenz ist weiter steigend. Wir werden älter und leben dank der Möglichkeiten des modernen Gesundheitssystems länger. Besonders in Weltmetropolen wird es also enger. Auch wenn wir uns in den Städten konzentrieren, wir leben und arbeiten ohne räumliche Beschränkungen in einer globalen Welt. Wir tauschen Waren, Informationen über Ländergrenzen hinweg, über den gesamten Erdball aus. Das alles geht natürlich nicht, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Ressourcen dafür, dass wir satt werden, dass wir es warm haben, von A nach B kommen und Unternehmen produzieren können, Dinge schaffen, die wir zum täglichen Leben brauchen. Daher verbrauchen wir Sauerstoff, Wasser, Rohstoffe und Land. Wir produzieren Energie, blasen CO2 in die Luft und die Folgen werden wir spüren im Klimawandel und in knapper werdenden Ressourcen. Klimawandel, Globalisierung, demografischer Wandel, Gesundheit und Mobilität – das sind die Megatrends, für die wir in allen Ländern der Welt nach klugen und nachhaltigen Modellen suchen. Nach Lösungen für Wohnen, Arbeiten, Versorgen und versorgt werden, für Bildung und Lernen und danach, wie wir und unsere wachsenden Städte dabei nicht unsere Erde erschöpfen und unnötig Ressourcen verbrauchen. Wir brauchen also ökologische Nachhaltigkeit und neue Formen der Organisation unserer Städte. Wir müssen unsere Wissensgesellschaft auf ein solides Fundament setzen. Und dafür dient die Digitalisierung und eine gute Partizipation, zwei ebenfalls weltumspannende Megatrends. Diese können uns helfen, Antworten für unser zukünftiges Zusammenleben zu finden. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. 2030, das ist eigentlich gar nicht mehr so lange hin, gerade mal in 14 Jahren. Und das veranlasst mich, jetzt einen Blick in die Gegenwart zu werfen. Schauen wir mit einem noch frischen Blick, Sie wissen, wir waren gerade im Weltall auf Berlin, und fragen uns, was macht Berlin eigentlich aus? Und wie können wir mit den Herausforderungen aus den globalen Megatrends umgehen? Wie können wir unser Zusammenleben gut organisieren und wie profitiert die Wirtschaft davon? Und da komme ich schon zu meiner Formel zurück. Kreativ wäre gut, vernetzt ist wichtig, dann können wir gemeinsam erfolgreich sein. Fangen wir mit kreativ an. Ich selbst bin ja neu, Sie hörten es gerade, an der Spitze des IHK Ehrenamts, aber ich war schon 10 Jahre Vizepräsidentin. Und noch länger, nämlich über 20 Jahre, bin ich Unternehmerin und in der Kreativwirtschaft tätig. Mein Unternehmen, die Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft, ist nicht nur in Berlin aktiv. Wir produzieren das Traumschiff, waren also auf allen Kontinenten der Welt und in praktisch allen Ländern. Ich glaube, ich kann behaupten, dass wir einen sehr guten Überblick haben, wo es sich lohnt, einen Standort zu suchen. Stellt sich also die Frage, was machen wir hier und was vor allen Dingen machen meine über 28.000 Unternehmerkollegen und Kolleginnen aus der Kreativbranche hier in der Stadt? Was hat Sie veranlasst, diesen Standort zu wählen?
Da ist natürlich einmal Berlins einzigartige Geschichte. Die Brüche in der Stadtbiografie, die Freiheit bietet und Kreativität ermöglicht. Da ist natürlich auch die Aufmerksamkeit, die Berlin als Hauptstadt genießt. Da ist die Kompaktheit der Stadt, die kurzen Wege und die lebendige Nutzungsmischung. Da sind viele Flächen und Räume, ja, die gibt es noch, die offen sind für temporäre und langfristige Nutzung, die lebendige Kunst- und Kulturszene. Da ist die Berliner Schnauze, nun darüber kann man sich jetzt streiten, und die Unkompliziertheit, sich zu entfalten, eine Idee zu verwirklichen, auch die gehören dazu. Und im europäischen Vergleich, das ist wichtig, sind es die moderaten Lebenshaltungskosten. Und dann, und das ist noch wichtiger, die exzellente Hochschul- und Forschungslandschaft unserer Stadt. Die hohe Attraktivität stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Sie haben es ja schon gehört, 45.000 Menschen, die von überall her jährlich nach Berlin kommen. In Westdeutschland heißt das Großstadt, denn eine Großstadt beginnt ab 30.000 Menschen. Das heißt, jedes Jahr kommt eine Großstadt in unsere Großstadt und all diese Menschen brauchen Wohnraum, sie möchten arbeiten, sie benötigen Kindergärten und Schulen, Gesundheitseinrichtungen, funktionsfähige Straßen, öffentlichen Personennahverkehr, um nur einige zu nennen. Dies alles benötigt eine gute Organisation, neue Gebäude und natürlich Flächen. Und letzteres beginnt eine besonders große Herausforderung darzustellen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass alle Menschen ein Dach über den Kopf finden und dabei darauf achten, dass die Stadt bezahlbar bleibt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Flächen für Arbeit und Wirtschaftsentwicklung brauchen. Arbeit ist nicht nur wichtig, um sich zu versorgen, sie bedeutet auch Teilhabe. Und als Wirtschaftspartner der Stadt schauen wir da natürlich besonders hin. Klar, ohne Arbeitsplätze ist keine Metropole von morgen lebensfähig. Das zu organisieren erfordert kreative Lösungen. Aber was ist das nun, Kreativität, von der ich spreche? Kreativität bedeutet die schöpferische Kraft, etwas Neues, bisher nicht Dagewesenes zu denken. Oder anders, ein Zitat aus dem Internet, was mir gut gefallen hat: Kreativität fängt da an, wo der Verstand aufhört, das Denken zu behindern. Wir brauchen also Kreativität und wir brauchen sie in allen Bereichen. Wir brauchen schlaue Köpfe und das ist ein wichtiger Standortfaktor, den wir nicht unterschätzen sollten. Wir brauchen schlaue Köpfe, die mutig genug sind, neue Wege zu beschreiten. Wir brauchen Kreativität im Bereich Arbeiten und Wohnen und für alle wichtigen Funktionen der Stadt. Wir brauchen eine lebendige Nutzungsmischung, Herr Geisel sprach bereits davon, und diese müssen wir geschickt organisieren. Und wir brauchen Freiräume, denn Kreativität braucht Freiräume, wir brauchen die in Flächen, wir brauchen die in Nischen, aber wir brauchen sie auch weiter im Denken. Fangen wir also mal unüblich hinten an, mit den Flächen und Nischen. Vergessen wir nicht vor lauter Handlungsdruck das, was Berlin ausmacht und wofür wir bekannt sind in der Welt und insbesondere in der Kreativszene. Das ist, dass wir unfertig sind, dass wir Brüche, Nischen und Räume zum Experimentieren zulassen und auch erhalten und das auch in der Zukunft. Berlin als Stadt der Freiheit zieht viele, viele Menschen an und dies sollten wir in Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir auch ein wenig Unfertiges zulassen und nicht jede Fläche dem Druck der Wohnen und Investitionen zugesprochen wird, behält Berlin seine einzigartige Qualität und Attraktivität und ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel. Denn sonst suchen sich kreative Köpfe eine andere Stadt und das kann keiner von uns wollen. Der zweite Aspekt dabei sind die Flächen an sich. Für einen erfolgreich international konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort brauchen wir zusammenhängende Standorte für Produktion. Herr Geisel sagte auch dies bereits, von der Dienstleistungsgesellschaft zur Industriegesellschaft und ich rede nicht von der Industriegesellschaft, sondern ich rede von der Industriegesellschaft 4.0, etwas anderes ist für einen Stadtstaat nicht zu denken, brauchen wir trotzdem Standorte, wo es laut sein darf, 24 Stunden lang, 7 Tage in der Woche. Wir brauchen Standorte, wo 40 Tonner an- und abfahren können und die hervorragend in die städtische Infrastruktur eingepasst werden. Und wir brauchen Standorte, an denen Wirtschaft und Wissenschaft in enger räumlicher Nähe voneinander profitieren. Diese Standorte wie der Cleantech Business Park Marzahn, die Adlershof oder Berlin Südwest, um nur einige zu nennen, müssen wir schützen und mit Herz, Verstand und einem Plan weiterentwickeln.
Und auch hier kann sich Kreativität entfalten. Ich komme nun zu einem ganz anderen Bereich für Kreativität, Nutzungsmischung. Um dies gut zu bewältigen, müssen wir uns auch an einigen Stellen mal über festgeschriebene Standards hinwegsetzen und neue Wege gehen. Im Hinwegsetzen, da ist doch der Berliner eigentlich ganz gut. Und auch eine Nutzungsmischung hat hier Tradition. Diese Quartiere sind heute nachgefragt wie nie, auch das haben wir soeben gehört. Wir müssen also auch für die Zukunft eng gemischte Quartiere und ein höheres, dichteres Bauen denken. Das gilt nicht nur für den Bestand, sondern auch für neue Quartiere in der äußeren Stadt. Und es gibt dafür ja auch Beispiele. Man muss nur mal hinweggucken über die Landesgrenzen. Wie ist zum Beispiel die Wiener Seestadt Aspern entstanden? Eine Entwicklung, die 2010 ihren Anfang nahm und als Idee hat, für 20.000 Menschen einen ganz neuen Stadtteil zu entwickeln, in dem diese Menschen arbeiten, aber eben auch wohnen können. Oder wir suchen nach technischen Lösungen. Auch hier ist der Fortschritt nie gebremst. Beispielsweise die sogenannten Hamburger Fenster. Das war eine oder ist eine kreative Lösung für Lärmschutz, wodurch die Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten besser vereinbart wird. Um auf meine Formel zurückzukommen. Wir brauchen also Kreativität in jedem Bereich und in jeder Beziehung. Wir können die Herausforderung der wachsenden Stadt stemmen, wenn wir diese Kreativität einsetzen. Dann braucht die Berlin-Formel noch eine zweite Konstante und die habe ich Vernetzung genannt. Vernetzung hat für mich ebenfalls mehrere Komponenten. Ich nenne zwei. Die Herausforderungen der wachsenden Stadt müssen wir als Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft vernetzt angehen. Und vernetzt bedeutet für mich gemeinsam, partizipativ. Das bedeutet, wie hier heute ja auch offenbar wird, über die Entwicklung der Stadt müssen wir diskutieren, ja, und wir werden uns auch streiten müssen. Es bedeutet, dass die Stadtgesellschaft frühzeitig einbezogen wird und auch Entscheidungen treffen kann. Entscheidungen, die dann bindend sind und im weiteren Prozess Investitionen nicht mehr in Frage stellen. Für uns ist das wichtig und für die Stadt auch. Das Stichwort vernetzt verbirgt für mich aber noch ein anderes, riesiges Potenzial, das aus den immer steigenden Möglichkeiten der Digitalisierung, der Globalisierung und der wissensbasierten Gesellschaft erwächst. Diese drei Aspekte haben wir auch in den Gesprächen mit dem Berliner Senat immer wieder vereinbart. Das sind die wichtigen Zukunftsfelder unserer Stadt: Digitalisierung, weltweite Märkte und gut ausgebildete Menschen, denn sie bieten unendliche Möglichkeiten, unsere Stadt smart voranzubringen. Mit smarten Investitionen können wir hier in Berlin Lösungen entwickeln und ausprobieren, wie das Leben in den Städten besser organisiert werden kann. Und vieles dafür ist in Berlin schon auf einem sehr guten Weg. So haben Berliner Unternehmen Lösungen entwickelt, die schon weltweit eingesetzt werden. Beispielsweise hat das Berliner Start-up Bettermarks eine sehr anspruchsvolle Lernsoftware entwickelt, die aktuell an Uruguayer Schulen eingesetzt wird. Die App des Berliner Unternehmens Clara wird in den USA zur Fernbehandlung von Patienten eingesetzt. Mit ihr kann man Hautveränderungen beobachten. Und auch im Schaufenster Elektromobilität wurden viele, viele neue Ideen getestet. Doch könnten wir in Berlin weiter sein? Das zeigt ein Blick in andere Städte. Warum testen wir hier nicht zum Beispiel wie in den Niederlanden eine Straße, deren Fahrbahnoberfläche mit Solarmodulen Energie erzeugt? Wir könnten Müllfahrzeuge mit Sensoren ausstatten, die Wetterdaten sammeln, so wie in San Francisco. Busse nicht nur elektrisch, sondern autonom fahren lassen. Oder Gebäude mit dem Quartier so vernetzen, dass man über den Bildschirm nicht nur Heizung und Küchengeräte steuern kann, sondern gleich die fehlenden Dinge im Kühlschrank bestellen oder ein E-Bike reservieren. Berliner landeseigene Unternehmen und Gesellschaften generieren täglich enorme Mengen an Daten. Wir könnten diese über offene Schnittstellen, natürlich mit einem digitalen Kodex versehen, bereitstellen. Die Kreativen des Berliner Mittelstands, und ich rede nicht nur von der Kreativwirtschaft, und der vielen mutigen Start-ups könnten sie dann nutzen. Warum sage ich, wir sind in Berlin noch nicht so weit? Weil unsere digitale und bauliche Infrastruktur noch nicht auf dem Stand von morgen ist. Weil Regularien uns hemmen
und weil die Verwaltung selbst immer noch nicht richtig digital aufgestellt ist. Alles in allem wünschen wir uns ein wenig mehr Fahrt, Kreativität und ein bisschen mehr Mut zu neuen Ideen. Wir wünschen uns vor allem, dass wir in Berlin experimentieren dürfen, dass wir Modellquartiere, Leuchttürme und Showcases in der Stadt bekommen. Nur so können wir erfolgreich smart werden. Mit einem Leuchtturm können wir international besonders punkten, der TXL Urban Tech Republic. Welche andere größere europäische Stadt verfügt stadtnah über eine so große Fläche in einem stadtweiten Konsens und einem im stadtweiten Konsens verabschiedeten Masterplan? Hier haben wir die einmalige Chance, im Quartier zu zeigen, wie eine Smart City funktionieren kann. Als Standort für alle, für Industrie, Gewerbe, Wissenschaft und auch Wohnen. Und an dieser Stelle fällt mir das dritte Stichwort meiner Formel ein: erfolgreich. Das Ergebnis, nach meiner Auffassung, aus Kreativität und Vernetzung. Was würden wir sehen, wenn Berlin seinen Weg fortsetzt und auch in 14 Jahren noch eine erfolgreiche Stadt ist? Aus meiner Sicht gehört eine Dimension sicher dazu. Erfolg für Berlin wäre, wenn auch in Zukunft die kreativen Köpfe und auch viele andere weiter in unsere Stadt strömen würden. Menschen aus aller Welt, junge und alte, denn Menschen sind es, die die wichtigste Grundlage für den Erfolg einer Stadt darstellen. Das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Die zweite Dimension von Erfolg, die kommt dann von ganz allein. Und zwar der wirtschaftliche Erfolg. Berlin hat das Potenzial, auf lange Sicht Top-Standort zu werden für internationale Investoren. Beim Venture Capital haben wir schon London überholt. Das ist ein großer Erfolg. Damit unsere Reise in die Zukunft fortgesetzt werden kann, brauchen wir weiter Unternehmen in Berlin, die mit zukunftsweisenden und innovativen Ideen wirtschaftlichen Erfolg sichern. Und um dies möglich zu machen, und das möchte ich nochmal betonen, sehe ich drei wesentliche Faktoren. Wir brauchen unendliche Weiten. Vergessen Sie nicht, dass wir Flächen für Arbeit und Wirtschaftsentwicklung brauchen. Ohne Arbeitsplätze ist die Metropole von morgen nicht zukunftsfähig. Wir müssen außergewöhnlich bleiben. Wir wohnen alle in einer Stadt, die das Außergewöhnliche vor sich herträgt und gerade damit attraktiv ist. Die Kreativen, die wir damit anlocken wollen, sind diejenigen, die wir brauchen, um die besten Ideen zu haben. Wir müssen also die Stadt weiter attraktiv halten für diese Köpfe. Und last but not least, wir brauchen eine Besatzung, die am selben Strang zieht. Das heißt, wir müssen Herausforderungen gemeinsam und frühzeitig im offenen Diskurs angehen und zusammen Entscheidungen treffen. In Berlin können Antworten auf die globalen Megatrends gefunden werden, wenn wir den mutigen, schlauen Köpfen unserer Stadt erlauben, mit neuen, smarten Lösungen zu experimentieren. Und experimentieren heißt auch, dass man mal daneben liegt. Ein Experiment ist dazu da, etwas auszuprobieren. Der Erfolg, der ergibt sich dann. Das sind unsere Wünsche an die Berlin-Strategie 2.0. So kann es uns gemeinsam gelingen, dass Berlin weiterhin eine lebendige, kreative, vernetzte, wirtschaftsstarke und lebenswerte Metropole bleibt. Lieber Herr Geißel, die Berliner Wirtschaft steht bereit, gemeinsam daran zu arbeiten. Wir haben Sie schon intensiv in der Erarbeitung des ersten Berlin-Strategie 2014 begleitet und wir arbeiten mit Ihrer Verwaltung an sektoralen Stadtentwicklungskonzepten mit. Und legen zum Beispiel gemeinsam auch den Wettbewerb mittendrin zur Stärkung nutzungsgemischter Quartiere auf. Unser Wunsch aber geht darüber hinaus. Wir brauchen einen politikfeldübergreifenden Strategieprozess und ein daraus resultierendes Leitbild. Da greifen alle Ansätze, auch die Berlin-Strategie 2.0, die von einer Senatsverwaltung dezentral verantwortet wird, unseres Erachtens zu kurz. Es ist wichtig, ein klares Zukunftsbild zu entwickeln, das alle Bereiche unseres Stadtlebens einbezieht und das allen Kräften unserer Stadtgesellschaft eine Orientierung für ihr Handeln gibt. Eine Wachstumsstrategie für diese Stadt. Sie hat die besten Chancen, wenn sie zur Chefsache gemacht wird. Eine zentrale Koordinierung unter dem regierenden Bürgermeister mit voller Rückendeckung des gesamten Senats. Eine zentrale Koordination ist wichtig, um Prioritäten zu setzen, knappe Ressourcen zu verteilen und die Akteure zu koordinieren.
So können wir die hohe Kreativität und Aufbruchstimmung in unserer Stadt, um die uns viele Regionen beneiden, in ein gemeinsames Handeln für die Zukunft Berlins ummünzen. Wenn wir das schaffen, müssen wir in Zukunft nicht mehr Missionen ins All starten. Denn dann erleben wir hier direkt in Berlin 2030 bereits, wie die Lösungen für 2050 erarbeitet werden. Denn auch diese Zukunft ist wahrlich keine Lichtjahre lang mehr entfernt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.